So, Hallihallöchen und willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind fleißig bei meinem Let's Play Lego Jurassic World am Sammeln von Gegenständen. Im Moment sammeln wir halt zuerst die roten Steine, damit wir die auch zusammenkriegen, weil das auch kein Thema ist. Dazu sagen wir, collecten die. Wir wechseln jetzt auch mal eben auf unseren eigenen Dilophosaurus. Den hatten wir uns ja gemacht, um zum Beispiel die T-Rex-Brüller zu nutzen. Und weitere Sachen freizuschalten, die wir brauchen, wie hier schon wieder ein Ei. Und die Eier müssen wir gerade sammeln für den Versuch, uns hier wieder einen weiteren roten Stein zu holen. Was ist mit dir? Ist dort oben ein Ei? Nein, hier oben ist kein Ei, aber na komm, wenn wir schon mal hier oben sind, nehmen wir uns auch den Billy. Wo ist er denn? Billy, 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 Billy. Und fliegen zu dem goldenen Stein rüber, wo wir schon dabei sind. Also, komm. Da kann ich jetzt nicht nein sagen. Dann nehmen wir uns wieder hier Velociraptorchen. Schnüffeln. Schnüffeln uns unseren Weg frei. Ein Pokal. Würde schon sagen. Soll ich denn mit einem Pokal? Okay, das Geschnüffel war aber nur für einen goldenen Stein. Uns fehlt aber immer noch ein Ei. Da müssen wir uns auch mal umgucken, ob das hier oben irgendwo rumgeistert. Ja, wir hätten da zum Beispiel etwas, was wir vielleicht auch noch nicht kaputt gehauen haben. Was haben wir hier hinter? Ja, da haben wir doch wieder ein Ei. Sehen wir mal. Ihr nehmt ihr das Ei mit. Liefer es ab. Du hast meinen Es Job hat gereicht. gerettet. Hätte man mich gefeuert, hätte ich vielleicht was daraus gelernt. Aber so nicht. Ja. Dann wollen wir mal weiter gucken, wie wir hier weiter vorankommen. Hier können wir einen Dino gegenrammen lassen. Und nach wieder zurück, doch ramm mich nicht um. Wir müssen in das Tyrannosaurus-Gebiet. Da haben wir auch noch einen roten Stein. Zu dem wollen wir auch hin, das ist da oben. Gut, nach da oben kommen wir jetzt auch, weil wir gehen einfach darauf, nehmen den Barry und bumm. Früher konnten wir das halt nicht. Wie gesagt, da kommen wir so leicht nicht hin. In das Gebiet. Wie man sieht, kann man auch hier T-Rex-Sachen machen. Deswegen sagen wir auch einfach, da ich da hinten mit dem T-Rex nämlich nur machen kann. Große Dinosaurier hätten wir gerne. Und zwar hätten wir gerne den Tyrannosaurus Rex. Schönen guten Tag, der Herr. Brüll einmal. Nein. Kann ich gerade nicht hören. Der T-Rex brüllt zu laut. Tut mir leid. Brüll zweimal. Im Himmel sei Dank. Ich stecke dank diesem Stück Bernstein fest. Brüll dreimal. Ihr habt mich gerettet. Doch zu welchem Preis? Mein geliebter Bernstein ist nicht mehr. Aber so sei es. Also manche Arbeiter sind sehr unzufrieden. Machen wir das auf.
und haben unseren nächsten roten Stein. 12 haben wir jetzt schon. Wir haben hier noch einen, wir haben da noch einen, da haben wir noch einen. So, und ein paar, die wir noch nicht sammeln konnten. Nee, ich will die Karte mit. So, genau. Dilophosaurus-Gehege wollen wir uns mal dahin porten, zu dem nächsten Stein. So, da der auch im Gehege an sich ist. Rauszoomen und als allererstes werden wir, denke ich mal, jetzt von Dilophos angegriffen. Ach, ich sollte mich zu einem kuscheligeren Dino versetzen lassen. Hey, an eurer Stelle würde ich mich von Dilophosauriern fernhalten. Ich weiß. Die sind ja auch immer frech. Das Gift pappt auch ziemlich. Letzte Woche haben meine Füße einen ganzen Tag lang zusammengeklebt. Wollen wir noch einen schönen Abend die Lauf rum, den kümmern wir uns auch noch. Jo, ich weiß, dir geht's nicht gut. Und ich kümmere wir uns ja gleich. Ich muss jetzt erstmal andere Sachen machen. Duff. Ja, komm, wir wollen uns da eh um den anderen Dilophos kümmern müssen. Ah, warte mal. Mann. Dankeschön. Jetzt haben wir gerade unseren Velociraptor weggemacht. Oh, unseren Velociraptor hat neu. Schnüffel. Schnüffel. Haben wir einen goldenen Stein. Kannst du auch ruhig mal eben holen. Und dann leckt es ganz übel. Schon mal den ganzen Tag lang nur gehüpft? Da geht jedem die Puste aus. Bitte. Bitte war auch noch für einen goldenen Stein. Da will ich ja gar keinen goldenen Stein. Ich will die Gegenstände, um dem armen Dilophos hier zu helfen. Haben wir den nächsten Gegenstand und dann. Wenn wir jemanden, du warst derjenige, der Fährten lesen kann, ne? Ja. Dann nehmen wir jetzt dich zum Fährtenlesen mal eben. So, dann bringen wir das jetzt alles dem armen Kranken, Dilophosaurus. Ich weiß, ich müsste das nicht machen, wir haben den Dilophosaurus, aber wir wollen das ja eh zu 100% machen. Deswegen muss es ja doch machen. Und wenn wir schon hier so einen Dilophosaurus zur Verfügung gestellt kriegen, der nur krank ist, gleichzeitig einen Punkt für gerettete kranke Dinos bekommen, machen wir das doch mal. Jo, du armes Dilophoschen. So. Was wir als allererstes machen können, ist. Peng. Einmal. Na. Zweimal. Dreimal, das ist dann auch noch für den goldenen Stein direkt mit. Tausender und aufgespuckt. Jetzt müssen wir wieder auf jemanden wechseln, der eine Gießkanne hat. Da weiß ich, dass sie das hat. Tadadam.
Und roter Stein. Unser 13. Hochala. Warum gehst du denn gleich so weit? So, wir hätten hier noch was. Das zählt aber nicht mehr hier. Ich will das nicht jetzt hier festlegen. Ich will hier ganz normal gucken. Dankeschön. Ja, und das zählt halt nicht zu dem Gehege, sondern zu dem hier. In dem Triceratops-Gehege, dann auf zum Triceratops-Gehege. So. Der rote Stein ist dort unten. Und wir jetzt mal gucken, was wir da unten finden. Ob wir da unten so leicht hinkommen oder ob wir dafür was Spezielles machen müssen. Anscheinend brauchen wir jetzt erst einen Ingenieur-Arbeiter, das ist aber nicht schwer. Ah, wir haben doch Mr. Hammond. Dann laufen wir jetzt hier runter. Oh, da haben wir wieder einen Krankendino. Ich überprüfe gerade ein paar Theorien über Triceratops. Ich muss herausfinden, wie schnell und zielsicher sie sind, wenn sie auf irgendwas losstürmen. Deswegen habe ich diese Ziele aufgestellt. Aber die Triceratops haben wohl keine Lust. Außerdem brauche ich eine Röntgenaufnahme von einem von ihnen. Was aber gar nicht so einfach ist. Hm. Eddie, könntest du mal... Dankeschön, denn dem Triceratops hier unten geht es nicht so gut. Oh, wie gesagt, das... Ihr seht ja, was ich hier mache und das geht auch recht zügig. Faszinierend! Mit diesem Resultat hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Ich brauche aber immer noch Daten über Tempo und Zielgenauigkeit während des Ansturms. Weil ich einen Triceratops zur Verfügung habe, klar. Warum werden sie krank? Es muss an der Ernährung liegen. Wie soll ich ihnen nur helfen? Dem was anderes geben. So, wie gesagt, wir kümmern uns um den kranken Dinochen. Ja, wir können auch hier den Triceratops holen, das will ich aber gerade nicht. Ich weiß, wir haben einen Triceratops freigeschaltet, aber ich will jetzt nicht den Triceratops von der Platte nehmen, sondern den kranken, weil dann haben wir den nämlich auch schon mal weg von der Karte. Wir haben übrigens auch schon unseren roten Stein. Deswegen könnte ich jetzt auch eigentlich sagen, komm, ich lasse es, aber wir pflegen wenigstens gerade eben den Triceratops gesund. Das machen wir schon mal. So. Du würdest einen guten Tierarzt abgeben. Ich werde nie vergessen, wer du bist oder was du für mich getan hast. Entschuldigung, wer sind Sie und was haben Sie für mich getan? Hm. 2 Sekunden vergessen. Ah, dann gucken wir mal hier. Pflanzenfressergebiet, reißen wir auch per Tacken. Der rote Stein ist gar nicht so weit von mir weg. Ah ja, ich erinnere mich, den hatte ich nur letztens nicht mitgenommen. Ich erinnere mich an diesen Stein. Da war ich zu penibel und habe gesagt, den nehme ich nicht mit.
dann machen wir eben. Ian, weil den hätten wir schon von Anfang an mitnehmen können bei der Hauptstory. Ich habe ja gesagt, die mache ich alle im Nachhinein, weil es noch genug gibt, die ich von Charakteren her nicht kriege. Hier sagt die Karte nein. Hier sagt die Karte auch nein. Das heißt, wir müssten soweit jetzt alle haben, die ich jetzt mitnehmen konnte im Moment. Es gibt auch welche, die kann man halt noch nicht haben. Dann gucken wir nochmal drüber. Wir müssten insgesamt auf noch 5 kommen. 1. Zwei, drei, drei, haben wir vier. Warum komme ich an den Nummer nicht dran? Vier, ach ja, Corpi, genau, vier. Guck, vier, ich muss ja noch weiter gucken. 5. Das müssten eigentlich jetzt alle sein. Wir gucken nochmal über jede Karte drüber. Ja, die 5, die wir nicht kriegen, sind aus Grund, uns fehlt ein Corposaurus. Also ein Corpi. Uns fehlt der Hybrid. Uns fehlt der Petrarodon. Und uns fehlt der Mosasaurus. Das sind der Grund, weshalb wir gerade nicht weitermachen können von roten Steinen her. So, aber dann möchte ich jetzt gerne zum Besucherzentrum reisen. Das hat den Grund, ich möchte auch ins Besucherzentrum dann rein. Weil auch hier in diesem Besucherzentrum kann ich rote Steine kaufen. Nein, wir möchten die Punkte mal 8, hätten wir sogar schon fertig zum Kauf. Aber wir hätten gerne die Punkte mal 4 und dann gucken wir mal, was wir noch kriegen. Mini-Kit-Detektor, roter Stein-Detektor kaufen wir später. Goldener Bernstein-Detektor ist für die Level unverzichtbar. 100 geht ja leider nicht. Stats anziehen, Geisterstats. So, dann machen wir doch mal ganz kurz aus. Extra. Dich an. Dich schon mal an und dich schon mal an. Ihr seid echt hilfreich für die Level. So, und jetzt suchen wir uns mal ein paar Stats. Wir haben da oben jetzt auch eine weiße mal 4. Das ist jetzt ein schöner Vorteil. Du kannst jetzt hier wirklich mal eine Runde rumlaufen auf der oberen Welt. So ein paar Sachen noch machen. Deswegen werden wir noch ein paar Sachen jetzt machen. Also, da wir aber nicht alles machen können, geht das ja sowieso nicht alles. Jetzt wollen wir mal eben gucken, was können wir hier noch so machen. Außer es wird jetzt einmal eine Runde um den See drehen. Wir könnten jetzt so ein bisschen die Fotosachen abklappern, Rennen versuchen und ein paar goldene Steine. Oder können auch gucken, dass wir andere Sachen machen. So, mein Kollege kann erstmal aber sein können mit dem Seil beweisen. Wir hören richtig schön den goldenen Stein schon. So. Was
Stats anziehen, wenn wir uns den jetzt gleich auch kaufen mit, wenn wir wieder die 100.000 voll haben. Weil das einfach nur hilfreich ist in den Leveln und allem, weil dann muss ich die Stats nicht so extrem überlaufen. Nein, du sollst das hier aufheben. Und denen folgen. Weil gerade werde ich dann gleich auch die Bonuslevel versuchen und muss ich ehrlich sagen, in diesem Bonuslevel, das hat schon in sich, die Stats da vernünftig einzusammeln. Wir haben jetzt gerade keinen Fotografen in der Truppe. So, da haben wir schon mal die Hälfte an Prozenten gesammelt. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz hier rein, holen uns mal eben Stats anziehen. Und dann fangen wir auch direkt an, die Bonus-Level mal eben durchzurocken. Nee, Copy-Modus schnell verwenden. Geisterstats, Stats anziehen, genau. So, der Vorteil nämlich daran ist wirklich Stats anziehen, anmachen, fortsetzen. Ein bisschen nur drinne und läufst ein bisschen durch die Gegend und sammelst Stats ein. Stats, die du vielleicht so auch nicht gesehen hast. Das ist halt der Vorteil. Das kann man super gut bei Leveln nutzen. Es ist wirklich einfach vorteilhaft. Deswegen von der Zeit her muss ich mal gucken. Die Bonus-Level gingen ja nicht zu lang. Wir haben nur 6 Minuten. Dann machen wir doch nochmal die Bonus-Level. Machen wir Flucht vor der Galalimus-Herde. Minikits und so gibt es ja nicht in den Bonus-Leveln. Da gibt es wirklich einfach nur ganz viel Stats ohne Ende. Mit den Multiplikatoren geht das echt gut. Deswegen habe ich auch gesagt, machen wir die jetzt. Ich werde die Sachen überspringen. Vorteil ist, ich muss wirklich einfach nicht sammeln. So, da haben wir schon wahrer Überlebender. Das hatten wir letztens, wo wir es gemacht hatten, nicht. Das habt ihr nun halt nicht gesehen, weil ich das ja wieder gelöscht habe. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier schon 29.000. Und das wird halt öfters vorkommen, dass wir hier fleißig die Stats mitnehmen. Bonus-Level abgeschlossen. Wahrer Überlebender. Den kriegen wir auch nur dazu, normalerweise, wenn wir auch den Level abgeschlossen dazu kriegen. Aber ich hatte das ja schon mal im Park gemacht. Den hatte ich leider nur gelöscht, weil es da so ein paar Problemchen gab. So. T-Rex, Tyrannosaurus Rex-Verfolgung. Die wird jetzt auch nochmal gemacht. Vorteil ist, ich kann jetzt einfach hier straight rennen, wie ich ein bisschen möchte, weil der Stats anziehen macht den Rest. Und das Gebiet ist nicht wirklich groß. So, durch den Multiplikator haben wir auch schnell wahrer Überlebender. Als ich das gespielt habe, war mein Problem, der T-Rex wollte bei mir einfach nicht da hoch. Und dadurch hatte ich das wahre Überleben damals nicht bekommen. Ich weiß nicht, warum mein T-Rex da nicht hoch will. Der sagt, nö, ich kann auch nicht auf die Autofahrer wirklich wechseln. Weshalb ich das nicht kriege. Das ist aber nicht schlimm. Und schwupp, haben wir schon die 200.000 wieder. Und können uns weitere rote Steine leisten. Wir werden uns auch noch ein paar rote Steine leisten, zum Beispiel die Geisterstats einzusammeln. Das waren jetzt schon die Bonuslevel hier. Mehr Bonuslevel gibt es ja nicht, das sind 2 Stück. Deswegen gehe ich mal eben zum Besucherzentrum, reise zu diesem Gebiet bei Tag.
und laufen nochmal in das Besucherzentrum rein. Holen uns jetzt noch hier so ein paar rote Sachen. Das können wir erstmal vergessen, die holen wir später. Rote Steine sind uninteressant. Goldene Steine, ja, könnte man machen, muss aber nicht. Jetzt kriegen wir auch so schon hin. Schneller bauen, Geisterstats einsammeln, weil das ganz schön viel ist. Und, ja, sofort zerstören, schnell verwenden. Ah, Hybridverkleidung, Heliumstimme. Machen wir sofort zerstören, das ist wesentlich einfacher. Bei manchen Sachen und ja, den Rest kommt jetzt mit der Zeit. Kommen wir drauf an, was wir so an Stats gesammelt kriegen. So, dann wieder hier raus. Sofort zerstören heißt, glaube ich, das glaube ich, Objekte, die wir zerstören, sofort kaputt gehen. So. Dann gehen wir jetzt auch mal nach den Leveln wieder, also nach den Filmen wieder in die verschiedenen Bonus-Level. Flucht vor dem Tyrannosaurus Rex. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Nur wie gesagt, ich werde die Sequenzen überspringen. Was haben wir denn da? Warum blinkt da was? Also normalerweise wegen Bernstein oder so, aber das kann ja nicht sein. Bernstein und Mini-Krawall dürfte hier in dem Level gar nicht sein. Weil das würde sonst auch oben drinne stehen. Ich mache bestimmt gleich auf, oder? Und das war auch das eine Level, was ich in den Bonusverfolgungsjagden als wahrer Überlebender schon schaffte. Weshalb wir hier keinen goldenen Stein dazu bekamen jetzt. Was mich jetzt interessiert ist, würde ich gerne nochmal gucken. Naja, sag ich doch. Ich weiß nicht, was das dann gerade für eine Bug-Anzeige war. Das ist jetzt schon mal. Wollen wir doch mal hier gucken. Wir haben hier, glaube ich, auch nur ein Bonus-Level. Ich sehe sonst keins. Heranzoomen machen wir mal. Nee, ich sehe sonst keins. Gut, ja, mein Wecker schaltet gerade. Das heißt, das nächste Bonus-Level kommt im nächsten Part vor und dann geht's weiter auf Sammeljagdtour. Wir, denke ich mal, je nachdem, wie wir abschneiden, werde ich erstmal weiterhin die goldenen Steine in der kompletten Oberwelt so gut ich kann sammeln, die ich schon machen kann vielleicht, auch die Fotos schon. Mal gucken, vielleicht gehe ich aber auch weiterhin in die Level und hole uns unsere Dingens, unsere fehlenden Minikits und Bernsteine, denn wir haben unsere Detektoren ja jetzt. Bis später dann. Tschüss.